So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Und das letzte Mal haben wir die Empfehlungen von Chosen angefangen und kommen jetzt noch zu dem Level, von dem er sagt, dass es am längsten dauern wird, mit einer VIP-Mechanik, die man erstmal verstehen muss, aber wenn man sie verstanden hat, dann scheint sie cool zu sein. Er sagt, für dieses Level werden wir den ganzen Part brauchen. Wir haben leider im letzten Part schon für das Airship Knochenfisch-Level viel zu lange gebraucht. Das hätte eigentlich auch einen ganzen Part geben können, aber gut. 0,22% der Weltrekord schafft es mit 1,24. Road of Bomb, Tita Bomber. Let's go. Ich bin sehr gespannt, was hier passiert. Und gar nicht müde. So. Schrank ist erstmal wieder in Sicherheit, weil wir sind am Anfang des Parts. Da bin ich noch recht gelassen. Also ich kann das hier tun. Ja, das kann ich natürlich auch tun. Das war aber nicht, was ich tun wollte. Ich kann das hier tun. Ach du. Verstanden. Oh, Junge. Oh, Junge. Nicht sicher, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Weil eigentlich bräuchte ich da jetzt gar keine Wippenfunktion. Der kommt an den Swamp komme ich auch so ran. Au. Ich weiß halt nur nicht, ob ich die Bombe noch mal für irgendwas. Brauche. So. Der löst das viel zu spät. Was will ich da überhaupt? Ich schätze, ich habe die Mechanik nicht verstanden. Weil es muss einen Grund geben, dass der hier sie baut, dass der hier Dinge tut. Guck mal, und er sagt ja, ich soll hier rüber, aber wozu? Ich komme ja auch so an den Swamp ran. Warum soll ich hier rüber? Aber der löst nichts aus. Und selbst wenn ich den dazu kriege, dass er was auslöst, komme ich nicht auf die Wippe. Und selbst wenn ich auf der Wippe wäre, was will ich hier auf der Wippe? Ich mache irgendwas grundlegend falsch gerade. Nein! Moment, was? Ich ahne gerade ganz böse Dinge. Scheiße. Oh, Scheiße. Die verfluchte Bombe muss mit. Oh,
Mit der kann ich jetzt nämlich dafür sorgen. Oh nein! Mit der kann ich dann dafür sorgen, dass ich da noch eins weiterkomme. Ach du Scheiße. Ja, cool. Uff. Nachdem ich jetzt weiß, was ich tun soll, bin ich doch schon ein wenig verzweifelt. Oh boy. Oh boy. Die Stachel da oben nicht einfach nicht da sein. Könnte ich einfach nicht dumm sein? Aber was passiert eigentlich, wenn die da oben explodiert? Was nützt mir das? Wo geht's denn dann weiter? Ah. Ach du Scheiße. Ja, hat sich gut ausgelöst, das Ding auf jeden Fall. Ja, gut. Ach, meine Güte. Muss erst mal verstehen, was da passiert. Ich will das nicht. Falsche Richtung. Glaube ich. Tschüss. Wow, boy. Alles gut, aber. Nein! Kann ich einfach hier die ganze Zeit bleiben und einfach zugucken, wie der Muncher hier Luftsprünge macht?
Ah. Da haben wir gerade ein Stück vom neuen Weg gesehen. Glaube ich. Ach, Moment. Nee, aber da stehen kann ich ja nicht, weil dann komme ich ja nicht mehr da hoch. Wie ist die Reihenfolge gedacht? Wahrscheinlich direkt da weiter und dann werde ich die schon entsprechend treffen, die Bombe. Ich weiß es nicht. Mehr als rumprobieren kann ich eh nicht. Ja, aber die, das ist ja das Problem. Die killt mich ja gleichzeitig an der Stelle, wenn sie da explodiert. Ich muss da zwar hin, aber die killt mich da ja auch sofort. Ne? Das meine ich. Ich komme da hin, aber die killt mich sofort. Und ich kann aber auch nicht da langsamer hin. Ich habe ja keine Möglichkeit. Oder habe ich eine? Habe ich da eine andere Möglichkeit? Muss ich mir nochmal genau angucken, die Situation. Weil da ist ja auch noch so ein Fallschirmswomp. Vielleicht soll ich mit dem was machen. Vielleicht ist der gar nicht für später. Vielleicht ist der da für jetzt. Ich hoffe, das Ding hat irgendwo einen Checkpoint. Mehrere. Oh, das ist einfach nicht so lang, dass es einen Checkpoint braucht. Cool. So ein Quatsch wäre im echten SMW zum Beispiel gar nicht möglich, weil man da auf solchen dämlichen Bomben nicht spinjumpt. Meine Güte, und weil es diese VIP nicht gibt, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ah, mit der gehe ich dann... Was? Mit der gehe ich dann da hoch. Okay, verstanden. Verstanden. Jetzt bin ich clear. Jetzt bin ich viel clearer im Kopf. Ja, tschüss. Jetzt habe ich es verstanden. Müsste ich halt wieder hinkommen. Ist halt jetzt wieder die Geschichte, dass ich Zeit verliere an Stellen. An sich klar sind. Wenn es eine TAS wäre, wäre die Stelle geschafft. Ich kriege ja nur so ein bisschen Ticker gleich hier. So, also wir gehen hier rüber, dann kommt die hier zurück und dann kommen wir hier hin. Und dann habe ich keine Ahnung, was hier passiert! What? Das ist viel zu viel auf einmal, was ich verarbeiten muss. Thank you.
Ich hab wo muss ich denn da hin? Soll ich auf dem Swamp weiter reiten? Oder was ist sein Gedanke? Nein, ich habe nicht mitgenommen. Falsche Richtung! Lul. Der Sprung hätte niemals funktioniert, wenn er hätte gedacht, wenn er hätte sein müssen. Lügen darf man nicht sagen. Jetzt packt er hier irgendwelche Memes aus, die doch keiner kennt. Wobei, das Meme sollte man, glaube ich, kennen. Ach, Junge! Lust mehr. Das ist mir too much, das Level. Das ist zu viel Scheiße, die hier passiert. Wieso ist der jetzt dahin? Ich kündige. What? Das war neu. Hey, wir sind mal wieder hier. Hey, wir sind mal wieder hier. Hey, wir haben die Bombe falsch gehauen. Ich komme nicht mehr bis zu diesem Swamp. Ich komme einfach nicht mehr hin.
Was war das jetzt? Wo habe ich das Timing jetzt diesmal verkackt? Warum war die Bombe nicht da? Was habe ich falsch gemacht? Außer anscheinend alles. Ich weiß ja da hinten gar nicht, wie es weitergeht. Hä? Ah. Ach du Scheiße. Okay, ich weiß, wie es weitergeht. Was gefällt mir nicht? Gefällt mir überhaupt nicht. Wie kann es denn sein? Ich habe immer das gleiche Setup. Ich drücke mich an die Wand ran und lasse mich dann fallen. Wie kann es denn sein, dass die Bombe einmal nach links und einmal nach rechts geht? Da kann ich doch wirklich das Setup kaum verändern. Ich will nicht mehr. Ich weiß halt nicht, wie weit es geht bis zur Checkpoint-Flagge. Flagge, was auch immer. Das ist so demotivierend, diesen Scheiß jedes Mal neu zu setzen hier. Was? Jetzt schiebt's mich da durch. Komm, leck mich doch am...
Wieso ist der jetzt nicht... Wieso ist der jetzt stehen geblieben? Wenn er wenigstens nach links gegangen wäre, was falsch gewesen wäre, dann hätte er sich zumindest bewegt. Der ist einfach stehen geblieben. Was soll das denn? Nein, jetzt habe ich die Scheiße verfehlt. So weit waren wir noch nie. Keine Ahnung. Okay, verstanden. Verstanden. Aber man muss es halt wieder erst erfahren, wie es geht. Von selbst sieht man das nicht. Oder hätte irgendeiner gewusst, dass es dann so weitergeht? Ich nicht. Jetzt kann ich den scheiß Anfang wieder spielen. So, jetzt geht's bei dem irgendwie weiter. Ah, ich wette, danach kommt der Checkpoint. Da geht's zu einer Art Röhre oder was das ist und ich wette, da kommt ein Checkpoint. Eine Art Röhre, ich bin auch so ein Held. Alles in mir schreit danach, dass da ein Checkpoint kommt. Gut, alles in mir schreit gerade nach was anderem. Nämlich danach, dass ich aufhören sollte mit dem Scheiß hier. Und damit meine ich nicht, dass das Level scheiße ist. Bitte nicht falsch verstehen. Das Level kann ja überhaupt nichts dafür, dass ich doof bin. Das Level ja wirklich nichts dafür. Ne, da kommt kein Checkpoint. Was kommt denn da? B-Switch-Blöcke kommen da. Hä? Geht's dann doch noch weiter? Oh, bitte nicht. Und bevor das Level hat überhaupt keinen Checkpoint. Man muss alles am Stück schaffen. Als wäre man der Steller. Aber da ist so ein Pfeil, als ob man da irgendwie... Keine Ahnung. Ich würde es halt gerne jetzt mal erfahren, was da ist. Okay, wir werden erfahren, was da... Da ist ein... Hä? Wo hätte ich denn jetzt wieder hin? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hätte hingesollt. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe einfach nichts gesehen. Aber dass der dann mit einem Fallschirm runtersegelt, muss ja was bedeuten. Also muss ich da hinterher. Aber wo muss ich dann hin? Ich habe nichts gesehen. Ich musste da genau jetzt wieder hingucken. Jetzt kann ich wieder die Scheiße inspizieren. Mann, und jetzt geht er in die falsche Richtung. Thank you.
was ist denn jetzt passiert? Jetzt bin ich da plötzlich hängen geblieben. Das hatte ich ja noch nie. Ich hasse es, wenn irgendwelche neuen Sachen plötzlich schief gehen, die vorher geklappt haben. Das hasse ich. Wenn immer mehr Problemstellen dazu kommen, obwohl man eigentlich nur eine hatte. Kotzt mich so eine Scheiße an. Warum mach ich... Ich will da nach hinten kommen, wo wir gerade gestorben sind. Als wir am weitesten waren. Da will ich hin. Ich will nicht hier vorne wieder Zeit verlieren. Mit Müll. Ach komm, ey. Was ist ein... So. Jetzt wird er hoch. Was? Gut, habe ich mich umgeschaut. Gut. Super. Ganz großes Kino. Meint, der Pfeil zeigt nach unten, aber was? Wie will ich? Aber wohin muss ich denn da? Ich habe noch nichts gesehen, wo ich hin könnte. Da muss ja was sein, klar, keine Frage. Aber ich sehe es halt. Ach, geh doch nach Hause mit der Scheiße hier. Wenn der Anfang halt wenigstens konsistent klappen würde, wäre mir das ja alles egal. Aber der klappt halt nicht konsistent. Weil ich dumm bin. What? Was soll ich denn da... Nee, der Pfeil ist für den Teil hier. Das ist gar nicht für nachher. Aber ich verstehe nicht, was ich hier tun soll. Der da kann ja nicht mehr zurückfahren. Da oben sind Viecher, aber wie komme ich da hoch? Junge! Thank you.
Der löst unten die Scheiße wieder aus. Und dann fallen die runter und dann kann ich da drauf. Aber das muss ich ja wissen, wann das passiert. Danke. Das kann ich doch nicht riechen, wann der den auslöst. Muss ich das jetzt echt einmal abzählen, dass ich es weiß und dann abzählen, dass ich es hinkriege? Da könnte ich mich schon wieder aufregen. Ich habe keinen Indiz, wann es passiert, ne? Das war blöd. Passt aber. Aber hier kann ich dann chillen. Weil das, was hier passiert, interessiert nicht. Aber ich muss jetzt das abschätzen, wann die fallen, ja? Oder wie? Nee, aber die fallen ja... Hä? Fallen ja komplett, die bleiben ja nicht in der Luft stehen, die fallen ja einfach runter. Die kriege ich doch überhaupt nicht erwischt. Hä, wo muss ich denn warten? Ich habe keine Lust, den Anfang immer wieder zu spielen. Bevor ich das noch vergesse. Okay. Nee. 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 Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Kann man da irgendwie schneller runter... Naja, mich doch am Arsch. Kann ich die irgendwie skippen, dass ich da schneller runterkomme? Anscheinend nicht. Man muss also, je nachdem wie viel man gespielt hat, muss man die alle durchfahren, ja? Cool. Coole Mechanik, Nintendo. Ist das tatsächlich das Erste, was wir hatten? Kann das sein? Ah, ich weiß, wie ich das erkenne, was ich suche. Hä, Slide and Jump? Das ist doch... Wie ist denn dies hier sortiert, bitte? Das ist doch nicht... Ist es nach Creator sortiert? Nein. Wie ist das denn sortiert? Ich meine, wir hatten noch nicht, oder haben wir am Anfang so ein Slide and Jump gespielt und haben es nicht gewusst. Ich gehe jetzt wieder runter.
Aber so. Oder gibt es mehrere Seiten dann davon? Oder hört es einfach irgendwann auf? Und es gibt nur. Das hört irgendwann auf, ne? Das sind nicht alle. Man kann die nicht alle nachschauen. Richtig? Ist es so? Man kann die nicht alle nachschauen? Ist es das? Kann ich dann hier zumindest nachschauen? Oder hören die. Das hört auch einfach hinten auf, ne? Das ist das Weiteste, was ich zurück kann. Keine zweite Seite. Oder was? Es gibt doch überall sonst mehrere Seiten. Komme ich denn hier zur nächsten Seite? Gibt's hier überhaupt keine? Wieso gibt's denn hier nicht? Wieso wird denn hier nicht mehr gespeichert? Ich wollte jetzt zu dem ersten Kaizo-Level, was wir hatten, und das nochmal probieren. Ach, jetzt rutscht mir die ganze Zeit dieser scheiß Kopfhörer hier raus. Aber ich komme nicht mehr hin. Ich habe hier keine Seiten, durch die ich scrollen kann. Die speichern das nicht. Die schaffen es nicht, den kompletten Verlauf zu speichern. Ist es so? Ich komme nicht weiter runter. Da ist dann Schluss. Jetzt müsste ich ins Video gehen, müsste den Code nachschauen. Das machen wir später. Ich will das Level auf jeden Fall nochmal spielen. Ich habe jetzt aber gerade auch überhaupt keine Bock, weil mir rutscht die ganze Zeit dieser Kopfhörer raus. Ich werde hier gleich komplett wahnsinnig. Wenn ich jetzt nicht ins Bett gehe, es ist 3:45 in der Nacht. Wenn ich jetzt nicht ins Bett gehe, ich raste aus. Sorry, wir haben das Level nicht geschafft, aber ich sehe keine Chance. Ich sehe nicht, dass ich das innerhalb einer akzeptablen Zeit hinkriege. Ich sehe es nicht. Es tut mir leid. Danke fürs Zuschauen und tschüss.